So, jetzt muss ich mir langsam was mit der Küstenpolizei überlegen. Ich meine, es mag zwar sehr sumpfartig sein, wenn hier überall so Seerosenblätter sind, aber das Elchen dauernd ins Wasser trabbeln und wieder nicht, ist vielleicht ein bisschen doof. Also her damit. Noch eine Schaufel oder habe ich die gerade? Ich habe die gerade abgelegt, weil ich dachte, ach, warum? Das sollte ich jetzt vielleicht nicht gerade mit dem Bogen machen. Ich bin mir zwar relativ sicher, dass der Bogen hier als Werkzeug gilt, aber es könnte sein, dass er trotzdem Schaden nimmt, weil ich mir da überhaupt nicht sicher bin. Bin mir da relativ überhaupt nicht sicher, ist klar. Nein. So, gib mal her. Was haben wir denn jetzt hier? Wir haben hier 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Perfekt. Weil Wasser, ne, ist so ein Ding, was irgendwie 4 Felder weit reicht. Das heißt, ich kann hier jetzt einfach so einen Acker hinbauen. Auf diese kleine Insel. Und dann sagen, so mein Acker. Pass doch mal besser auf, du Depp, du. So, außerdem wird das Licht jetzt organisierter, wenn ich hier mal ein bisschen Fackel da. Fackel hier. Fackeli. Und Fackelo. Höre ich etwa schon wieder so ein Skelettdüdel? Ich muss wirklich mal nach unten und gucken, was da so ist. Beziehungsweise einfach mal die Decke weggraben. Erschießen, was da unten ist. Eine Fackel hinpflanzen und wieder raus. Seems like a very good plan. Except it isn't. Ach, was weiß ich. Die fliegenden Kisten, die sind sowieso wieder aller Natur, von daher. So, Kasten. Da so. Also erst einmal 1, 2, 1, 2. Mist. Ich brauche ein Stück Stein mehr. Ja, wobei eigentlich nicht. Gib mal die Hacke her, die Steinhacke, die brauche ich bestimmt bald. Und habe ich noch 2 Stücken Holz? Nö, dann mache ich mir noch ein weiteres Stück Holz. So, weil ich ja gerade so viele Rohstoffe habe, dass ich daraus Hacken ohne Ende machen kann. Man weiß nur nicht, wie viel ich brauche, also okay. Ich kann einfach mal neue Bäume pflanzen, die müssten ja auch relativ schnell oben sein hier. So, 3 Stück. Habe ich, naja, fast. Andererseits, ich werde hier sowieso nochmal durchgehen müssen, von daher... die Insel vom Gras bereinige, werde ich sowieso noch genug Zeug finden, was ich hier einpflanzen kann. So. Nö denn. Revidieren wir alles, was wir gerade gemacht haben, indem wir einfach genau das Gegenteil behaupten. So. Ja. Habe ich noch den Wassereimer dabei? Natürlich habe ich noch den Wassereimer dabei. Das ist doch sehr schön. Und nehme noch wieder Wasser mit und dann habe ich Wasser. Ich weiß. Ich gebe gerade wenig Sinn, aber ich versuche gerade irgendwie unterbewusst klarzukommen mit dieser total bedrohlichen Situation. Wenn ich mir das so ansehe, war ganz gut, dass ich gleich 2 so eine Holzschaufel-Dinger gemacht habe. Ja, guck mal, wie schnell das Ding hier weg ist. Mich wundern, wenn das ganze Feld hinkriegt. Achso, er hat schon den anderen genommen. Was zu beweisen war.
So was brauche ich denn hier? Fürs Züchten brauche ich die Dinger. Für die andere Hälfte, da kann ich ja tüften. Falalanzen. Weil darum. Das war's. Soll mich jetzt aber nicht weiter stören, dass das schon war. Was mich schon eher nervt, ist dieses Ding hier unten. Wie sich herausstellt, ist hier unten gar nichts. Was ja auch nicht schlecht ist. Mich aber stutzen lässt ohne Ende. Hier muss doch irgendwas sein. Na gut, das Spiel meint offenbar, muss hier nichts sein, aber... Warte mal, was mache ich hier eigentlich? Höp. Da unten lohnt sich auch nicht, irgendwas hinzupflanzen, weil eigentlich die Gegebenheiten sowieso nicht dafür da sind, dass da was spawnen kann. So. Drauf geschissen und vergessen. So, indessen. Gib mal her. Wie ich auch meine, ne? Ich hole mir extra Kohle, damit ich irgendwas machen kann, denn da Fackeln baue, ohne irgendwie großartig was anderes. Ah, okay. Weniger hätte es auch getan. Pflanze ich das jetzt schon irgendwo hin, das Bett? Warum nicht? Achso, weiß noch wer, wie diese komischen Tore gingen? Wahrscheinlich möglichst viel Ressourcen verschwenden und das wird es schon tun. Das ist ein Zaun, ich brauche ein Tor. Okay, es ist natürlich der Weg, der am umständlichsten gerade zu machen ist. Glaube ich. Ach komm. Yay, ein Tor. So. Tor. Schreien ja auch gerade wieder alle, weil EM. Alle verlangen sie Tore. Ja, das ist jetzt alles hochgradig hässlich, aber das soll im Moment auch nichts anderes sein. Das ist so eine kleine Improvisation, mit der ich vielleicht schlafen kann nachts. Ich bin mir da nicht sicher. Werde ich dann rausfinden. Ich werde die Insel sowieso noch weiter leveln, glaube ich, dass das wirklich hierbei bleiben. Ich dachte, dass man mit Kartoffeln so weit kommt. Andererseits, wer hätte gedacht, dass man überhaupt irgendwo hinkommt, nur weil man meint, ach, ich gehe mal über den Berg. Ich laufe weiter in die Richtung, weil ich mir denke, ach, wird schon. Apropos Kartoffeln, wo sind denn die? Da sind sie. So, das Bett ist gegen alles gesichert, außer gegen Creeper, Skelette und Endermänner.
Also unterm Strich eigentlich gegen gar nichts. Doch, gegen die Kiste da draußen. Gegen die Kiste ist das Ding endlos gesichert. Wo bist du? Da bist du. Okay. In dem Fall nehme ich mal eine Mauer mit und pack den Kram da rein. Und noch eine Mauer mit und pack den Kram da rein, denn der ist gerade wichtiger als der Kram. Dunkel. Einfach nur dunkel. Mal gucken, ob es reicht. Hey! Das kleine Improvisationstheater hier reicht aus, um zu übernachten. Das ist sehr schön. Vielleicht sollte ich auch anfangen, hier einfach mal die Löcher zuzumachen, wo man überall runterfallen könnte, aber die sehen von unten so geil aus, deswegen tue ich mir da ein bisschen schwer. Nein, das ist jetzt nicht irgendwie großartig dämlich, das ist nur mein übliches Style over Substance Gelabere. Mir ist egal, ob es funktioniert, es muss cool aussehen. Beziehungsweise meine Designregel ist dann teilweise, das eine zugunsten des anderen zu verwerfen, weil warum nicht? Manchmal ist die reale Lösung nun mal keine schöne. Boah, ich dachte, was ist das für ein Kraken, der sich ja gerade so mehr erhebt. Als würde es in Minecraft irgendwas Bedrohliches im Wasser geben. Gibt's, aber ich sehe gerade nichts. Installiert ihr doch eine Mod mit Haien? Nö. Warum sollte ich? Habe ich das hier alles übersehen letzte Nacht, oder ist der Scheiß nachgewachsen? Kann der Scheiß nachwachsen? Ich glaube nicht. Ja, da gehe ich gleich lang. Ich pflanze hier noch den Kram an, den ich gerade gesammelt habe. So. Ernsthaft, von wo? Von wo? Das muss ja direkt unter mir noch so ein Ding sein, oder? Weil ich sehe nichts. Und wenn ich nichts sehe, heißt das, da ist nichts. Okay, wenn hier irgendwo Schleime sind, dann in dem Bereich hier. Weil viel Platz, um zu spawnen. Also wissen wir, wo wir denn sammeln dürfen. Schafe gibt's ja auch, Kühe ebenso, Pilze ohne Ende. Dicke Bäume, oder? Cool. Aber leider keine dunklen Eichen. Dunkle Eichen, die will ich unbedingt finden, weil damit will ich eine Menge bauen. Das ist ja das coolste Holz, was ich hier kenne. Weil es schön dunkel ist.